Hallo liebe Freunde, guck mal, so sieht das aus, wenn ihr euch in der Nacht irgendein Vollidiot so ein Verkehrsschild durch die Scheibe haut. Ja, was soll ich euch dazu sagen? Also es gibt so einen schönen Spruch bei uns, ich weiß nicht genau, ob es den irgendwo anders auf, irgendwo, wo ihr wohnt, auch gibt, aber es ist schlimm, wenn jemand dein Auto zerkratzt, aber es ist nur halb so schlimm, wenn du ihn dabei erwischt. Freunde und herzlich willkommen auf meinem Kanal Bestechlich. Ja, heute widmen wir uns mal einfach einem kleinen Real Talk Thema, ja, also vielleicht auch für Tattoo-Interessierte, ja, also nicht unbedingt die, die sagen, ich möchte Tätowierer werden, sondern auch für Tattoo-Interessierte interessant, einfach um zu sehen, was macht so ein Tätowierer eigentlich noch alles, denn ich denke mir, also der Titel ist wahrscheinlich sehr reißerisch, muss man sagen, ich weiß nicht, ob man von Clickbait reden kann, aber die Frage, die man sich stellt, so, ich werde Tätowierer und so, ich werde reich, denn ich werde Tätowierer oder wie auch immer ich den Tätowierer nennen werde, so eine Art wird es wahrscheinlich werden. Einfach mal, um euch aufzuzeigen, was macht man als Tätowierer eigentlich noch alles. Ne? Und so ein Kunde, der vielleicht auch mal sagt so, ja, ey, hör mal, ich gehe da hin, ich lasse so viel Kohle beim Tätowierer. Ist das noch gerechtfertigt? Und dann seht ihr vielleicht, was man so alles noch macht. Ja, möchte ich einfach mit euch drauf eingehen, um zu gucken, ist das wirklich was für dich oder nicht? Ziehen wir das Thema mal genauer rein. Ja, und um euch das Ganze mal ein bisschen zu visualisieren, werde ich euch zwischendurch mal so ein paar Sachen einblenden, was ich nicht alles noch so mache neben dem Tätowieren, ja? Tja, fangen wir einfach damit an, dass ihr neben der Tatsache, dass ihr halt irgendwie tätowiert, halt euer Studio sauber halten müsst, ja? Das bedeutet, auch das Studio zu putzen, fegen, sauber machen, auch mal das Klo schrubben fällt da drunter, ja? Also es gibt verschiedene Sachen, ihr müsst natürlich das ganze Studio in Schuss halten, ja. Es gibt Sachen dabei, wie euren Warenbestand prüfen, ja, das muss auch immer wieder gemacht werden, ja, also im Lager nachgucken, was brauche ich alles noch, ist das alles noch lang genug haltbar, in Anführungszeichen, wann muss es entsorgt werden, ihr müsst natürlich eure Farben im Überblick haben, wann genau habe ich die geöffnet, wann ist jetzt genau, ja, nicht, dass ich den Zeitpunkt verpasse und das nächste Mal, wenn ich von mir eine Farbe, die ich jetzt angebrochen habe, die ich aber ganz selten nutze, nicht, dass ich dann einen Kunden habe, denke ich, habe die Farbe und am Ende ist sie aber schon zu alt und muss entsorgt werden, habe ich die Farbe nicht da, auch das zählt dazu. Banale Sachen wie Zewa reißen, mit Lieferanten telefonieren, man muss unglaublich natürlich viel zeichnen. Du hast halt nicht immer nur Kunden da, die sagen, jo, ich hätte gern einen Hubschrauber, der auf einem Bagger landet. Kannst du mir das zeichnen? Du zeichnest das und der sagt, ja, geil, nehme ich. Sondern du hast halt auch Kunden dabei, die fangen an mit, ich hätte gern den Hubschrauber, der auf einem Bagger landet. Und am Ende habt ihr dann aber irgendwie ein flammendes Schwert, was einen Drachen erschlägt. So, und das ist halt... solche Kunden habt ihr auch, damit befasst euch sehr viel nebenbei, bis dann mal wirklich vielleicht es zum Tattoo kommt. Wenn ihr Pech habt, kommt es noch nicht mal zum Tattoo und habt damit so viel Zeit verplempert für eine Sache, die überhaupt gar nicht stattgefunden hat. Auch das ist eine Sache, die ihr im Tattoo-Alltag einfach begegnen werdet. Dann haben wir Beratungsgespräche, die ihr natürlich auch führen müsst. Ne? Also da verdient ihr einfach kein Geld. Da kommen Leute dann rein, jo, ich wollte mal fragen, so und so und so, wie es aus. Du quatscht für Viertelstunde, 20 Minuten mit denen, ja, alles klar, danke, was kostet denn sowas, jo, alles klar, danke, tschüss. So, und dann gehen die zum nächsten Studio, weil die eigentlich nur vergleichen wollen, wer bietet den besten Preis. Ja, die interessiert gar nicht, ob du derjenige bist, der deren oder der Stil am besten entspricht, der so das umsetzt, weil jeder von uns weiß, so ein bisschen individuellen Stil lässt jeder in sein Tattoo letztlich reinfließen. Setzt er so um, wie ich das will, weil mir seine Arbeiten gefallen? Nein! Ich will den günstigsten Preis. Die gibt es auch, ja, und damit verplempert ihr auch eure Zeit, weil ihr vielleicht nicht unbedingt der günstigste Tätowierer der Stadt seid, aber jemand, der auf Hygiene achtet und der vielleicht das eine oder andere Know-how hat, was der andere Tätowierer vielleicht nicht hat, der dann, wo dann diese Person hingeht. Ja, aber letztlich beschäftigt ihr euch damit. Ihr müsst eure Desinfektionsmittel im Studio prüfen, ja, also nicht nur die, die ihr dauerhaft benutzt, weil die werden wahrscheinlich, realistisch, wenn ihr ein Studio habt, schneller leer sein als dass sie nicht mehr ihre volle Wirkung haben, sondern es gibt aber auch natürlich Desinfektionsmittelspender für Kunden und so. Da müsst ihr regelmäßig gucken, jo, pass mal auf, ist voll, ist noch haltbar, jo, alles klar, passt. So, und wenn nicht, austauschen. Dann kommen natürlich Kundengespräche nicht nur zu euch persönlich rein. Nein, euer Telefon bimmelt, während ihr tätowiert. Euer Telefon bimmelt, wenn ihr gerade am Zeichnen seid. Euer Telefon bimmelt, wenn ihr gerade am Pott sitzt.
euer Telefon bimmelt eigentlich immer. Ja? Und dann müsst ihr losgehen, seid am Telefon, müsst das alles auch noch klären. Etze, denn ihr habt natürlich einen Shopboy oder eine Shopgirl, wo ihr sagt, jo, die ist immer da oder der ist immer da und regelt das alles. Wenn ihr aber sagt, ihr wollt euch selbstständig machen, dann ist es halt selbst und ständig. Ja? Und in der Regel machst du die Sachen selber. Zumindest wir machen alles selber. Ein ganz großer Fakt, der in den letzten Jahren hinzugekommen ist, ist auf jeden Fall Social Media. Ohne Social Media geht heute eigentlich in Tattoo-Studios auch nichts mehr. Es ist wichtig, dass ihr eure Arbeiten postet, das zeigt, damit halt andere Leute darauf aufmerksam werden, sagen, ey, coole Sache, mal geiles Tattoo, immer, ich gehe auch mal zu dem oder dem oder dem. Das sind auch Sachen, mit denen ihr euch befasst, aber gleichzeitig befasst ihr euch auch mit Sachen, wie kriege ich ein schönes Foto hin? Denn so ein frisches Tattoo sieht manchmal über so ein Handyfoto gar nicht so geil aus. Obwohl ihr jetzt daneben steht, mit euren eigenen Augen seht, das sieht gut aus. Wieso sieht es denn auf dem Foto jetzt doof aus? Da müsst ihr euch damit befassen. Richtige Belichtung, dass die Vaseline nicht spiegelt und all so ein Kram müsst ihr auch noch beherzigen. Das heißt, ihr seid dran, ihr seid auch ein halber Fotograf am Ende. Ja? Ihr müsst vernünftige Fotos machen, das Ganze vernünftig posten, euch Hashtags einfallen lassen, die dazu passen zum Thema. Und wenn ihr dann noch so ein Dulli seid wie ich, der auch noch ein bisschen YouTube macht, dann kommt noch viel mehr Kram auf euch zu. Ja, aber ich sag mal, wenn ihr rein beim Tätowierer bleibt, dann ist Social Media aber trotzdem nicht wegzudenken. Dann gibt es noch viel anderen Kram, Beikram, den man einfach hat. Natürlich, ihr müsst auch Produkte besorgen. Ja, es gibt natürlich die Möglichkeit, alles heutzutage zu bestellen, aber bei manchen Sachen macht es einfach keinen Sinn. Ja, es muss immer was da sein für eure Kunden, ja? Also zumindest bei uns ist es so, wir wollen, dass die Kunden sich hier wohlfühlen. Das heißt, wir müssen natürlich losgehen. Wir müssen ein bisschen was an Süßkram besorgen, ne? So kleine Snacks, damit die Kunden auch mal irgendwie nochmal, ne, ein Bonbonchen essen können oder irgendwas anderes, eine Tüte Haribo oder was auch immer man jetzt gerade so haben will. Dass man Getränke da hat für die Kunden, auch für einen selbst genug alles an Stuff da ist, um sich zu versorgen in der Zeit, dass ihr, sag ich mal, nicht ihr dehydriert oder was, oder dass ihr einfach hungrig hier tätowiert. Auch das muss natürlich gegeben sein, dass die Kaffeemaschine läuft für die Kunden, Toilettenpapier und so weiter und so fort. All das sind ja auch kleine Nebensachen, die man aber auch noch alles machen muss. Und ganz wichtig ist, dass einem bewusst wird, dass die Öffnungszeiten rein gar nichts damit zu tun haben, wie du arbeitest. Denn auch wir haben ja Öffnungszeiten von 11 bis 16 Uhr. Und jeder denkt sich, boah, so ein Leben möchte ich auch mal haben. Aber dass ihr dann abends um 23.30 Uhr auf der Couch sitzt, ja, wo ihr denkt, so, ja, jetzt habe ich eigentlich Familienzeit oder Quality Time oder wie auch immer man das heutzutage betiteln mag, und sitzt dann da und seid die ganze Zeit dran und zeichnet doch noch 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10 Entwürfe für irgendwelche Kunden, weil die schon wieder nachgefragt haben oder weil es gerade wichtig ist, weil von mir aus ihr diesen Monat mal nicht so viele Aufträge habt. Ihr wollt natürlich schnell dann Termine vergeben, weil ihr sagt, so, ey, ich muss mein ganzes Zeug bezahlen. Ihr habt ja auch ein bisschen Erfolgsdruck. Ja? Es ist ja nicht so, dass am 1. das Gehalt von ganz alleine kommt. Nein, ihr müsst selber dafür Sorge tragen, dass alles funktioniert. Ja? Dass alles bezahlt werden kann. Und da kommen halt große Faktoren zu. Ja? Wie euer Studio. Dann kommen Versicherungen hinzu, die ihr braucht. Ja? Wie zum Beispiel eine Glasversicherung. Habt ihr vielleicht in einem der Videos gesehen. Eine Glasversicherung. Eine Betriebshaftpflicht muss bezahlt werden. Eure Krankenversicherung muss bezahlt werden, ihr müsst Geld für die Rente vorsorgen selber. Es gibt so viele Sachen. Euer Steuerberater will Geld von euch, damit ihr auch eure Steuern richtig bezahlt und nicht irgendein Murks am Ende ist und das Finanzamt köpft euch. Ja? All diese Dinge kosten und sind auch zeitintensiv, weil ihr müsst natürlich auch eure Steuern machen. Ihr müsst auch eure Einwilligungserklärungen vernünftig abheften. Dann kommen Rechnungen hinzu, alles muss, Bürokram muss erledigt werden. Das sind auch Sachen, die außerhalb der Öffnungszeiten passieren oder vor den Öffnungszeiten. Ja, wie oft ist es so, dass Kunden halt nicht in euren Öffnungszeiten kommen können? Dann tätowiert ihr doch vor der Öffnungszeit oder nach dem Schließen der regulären Öffnungszeit oder an einem Tag, wo ihr überhaupt gar nicht da sein wolltet. All das sind Sachen, die müssen euch bewusst sein, wenn ihr Tätowierer werdet. Und lange noch nicht werdet ihr dadurch reich. Ja, ihr werdet verdammt reich an Erfahrung, aber geldtechnisch kann ich euch sagen, hier macht jeder die Hand auf. Ja, wenn ihr selbstständig seid, habt ihr unglaublich viel zu zahlen. Das sollte jedem bewusst sein, der sagt, ich werde Tätowierer, weil da kann man ja so schön viel Geld verdienen. Das ist eine Sache, die möchte ich euch einfach mal ans Herz legen. Das sollte vielleicht mal einfach gesagt werden. Das war's, meine Freunde, mit diesem kleinen, aber feinen Video.
Ja, ansonsten, wenn euch dieser Beitrag hier gefallen hat, lasst gerne ein Like da. Und ja, vielleicht sehen wir uns im nächsten Video wieder. Haut rein. Ciao.